kurz oder lang, lockig oder glatt, stufig oder nicht. Wenn es um die Frisur und den Haarschnitt geht, haben wir scheinbar endlose Möglichkeiten. Dabei ist es oft gar nicht so einfach, sich zwischen den vielen Styles zu entscheiden. In diesem Video erzählen wir über den letzten Trend des 2022 Pixie Bob Frisur. Es ist ideal für den Alltag, denn er ermöglicht es Ihnen, Ihr Haar im Handumdrehen zu bändigen und einen raffinierten Stil zu kreieren, der für das Büro, die Party und den Alltag geeignet ist. Die andere große Sache ist, dass die Pixie Bob Frisur das Leben für Frauen leichter macht, die in heißen und feuchten Klimas leben. Außerdem kann die Pixie Bob Frisur sowohl zum Image eines rebellischen Mädchens als auch zu einem eleganten Damenoutfit passen. Werfen Sie einen Blick auf die neuesten Pixie Bob Ideen, die wir in diesem Video für Sie gesammelt haben. Ein Pixie Bob ist eine Frisur zwischen Pixie und Bob für Frauen, die Elemente von beiden kombinieren wollen. Typischerweise liegt die Länge dieser attraktiven Haarschnitte zwischen Ohr- und Nackenlänge und die Form ist eher wie ein Bob. Sie werden mit abgehackten Lagen und langem und schrägem Seitenpony kombiniert. Oft haben Pixie Bob Haircuts längeres Haar an der Spitze und extrem kurze, spitz zulaufende Seiten, die einen Kontrast bilden. Eine weitere tolle und beliebte Idee für einen trendigen, stylischen Pixie Bob Haarschnitt ist eine helle Haarfarbe, die Sie noch nie ausprobiert haben, oder sogar eine Kombination aus mehreren kräftigen Farben. Wenn Sie nach mehr Volumen suchen, wird der Lagenbob Ihnen dieses geben. Schlagen Sie Ihren Pony zur Seite, legen Sie Ihr Haar in Schichten, fügen Sie einen ordentlichen Schnitt darunter hinzu und Sie erhalten die cremige Textur, die Sie sich für Ihr dünnes Haar wünschen. Hellblaue Strähnchen verstärken die Wirkung dieser tollen Frisur für dünnes Haar. Der wuschelige Bob ist eine tolle, erfrischende Version einer Pixie-Frisur für ältere Frauen. Um diese mehrschichtige Pixie-Frisur zu stylen, brauchen Sie nur eine Rundbürste und einen Föhn. Lockiger Pixie-Bob-Frisur für dünnes Haar. Die ist eine weitere Variante eines spitzen Pixie-Bobs für dünnes Haar. Der größte Teil des Oberhaars wird nach vorne gezogen und bildet einen das Gesicht umrahmenden Pony. Andererseits sieht dickeres Haar in einem Pixie-Bob besonders elegant aus, wenn die Textur raffiniert ist. Ein mittig platzierter Pony macht die Frisur dynamischer und auf jeden Fall viel einprägsamer. Mädchen wollen oft etwas an ihrem Look ändern, und Zöpfe sind immer eine gute Idee, um den Pixie Bob, den man jeden Tag trägt, zu variieren. Auch wenn es sich um kurzes Haar handelt, können Zöpfe am Oberkopf und manchmal auch an den Seiten geflochten werden. Asymmetrische Pixie Bobs bieten immer viele Schichten und einen seitlich gescheitelten Pony. Diese Frisur sieht luftig, verspielt und kokett aus. Der umgekehrte Pixie Bob für langes glattes Haar ist nicht dazu gemacht, langweilig und trivial auszusehen. Im Gegenteil, er kann sehr cool aussehen, wenn man ein bisschen mit der Haarfarbe experimentiert. Ein champagnerfarbenes blondes Ombre, das in einen extrem dunklen Haaransatz übergeht, und ein winziger Hauch von Rosa sind definitiv nichts, was man erwartet. Es ist kein Problem, Ihrem Pixie Bob einen sanften Schwung zu verleihen, wenn Ihr Haartyp von Natur aus lockig ist. Afrohaar hat ein Dutzend Vorteile, und die Fähigkeit, Form und Volumen fast mühelos zu erhalten, ist einer von ihnen. Seitlich gescheitelte Kurzhaarfrisur ist eine sehr einfache und elegante Version des Pixie Bobs, die von jeder Frau mit jedem Haartyp ausgeführt werden kann. Die eine Hälfte der Haare wird hinter die Ohren gesteckt, die andere auf der gegenüberliegenden Seite lässig zerzaust. Vervollständigen Sie diese Pixie-Frisur mit klobigen Ohrringen.